Ever im Design Award für Bretter, für Boards. Für welches habt ihr das bekommen? Das haben wir für die neue Serie bekommen. Es ist ein Rotor. Und schön an diesem Award ist, das haben wir von dem Händler bekommen. Das war kurz vor der ISPO-Messe. Okay. Treffen sich Händler und stimmen ab, was ist das schönste Board. Und in den letzten 5 Jahren haben wir schon 4 Auszeichnungen bekommen. Und dieses Jahr ist das neue Rotor. Mhm. Sieht aber wirklich auch gut aus, so ein bisschen Wooden Old-Style auch. Ja. Was steckt noch drin in dem Brett? Das ist unser erstes Twin-Tip. Das hat damit zu tun, dass wir als Firma mehr die ältere Snowboarder ansprechen, 25, 30 aufwärts. Deswegen haben wir uns bis jetzt auf Allmountain und Freeride-Board konzentriert. Und das ist tatsächlich unser erstes Twin-Tip, wo man in beide Richtungen die gleiche Leistung hat. Okay. Stehe ich mit der Bindung dann 90 Grad oder wie stehe ich dann da auf dem? Du stehst mit der Bindung in beide Richtungen, das bedeutet meistens plus minus 15 Grad, damit du die gleiche Leistung in beide Richtungen hast. Okay, also ein richtiges Halfpipe-Board eigentlich auch, oder? Du kannst damit Halfpipe fahren, aber das Board funktioniert auch richtig gut auf der Piste, weil wir in der Mitte klassische Vorspannung haben und deswegen guten Kantengriff und vorne und hinten leicht gerockert. Das macht das Board spielerischer. Was interessant ist, die breiteste Stelle ist nicht klassisch in der ganz vorne, sondern mehr Richtung Boardmitte verlagert. Okay. Deswegen hast du eine kurze Kante und das macht noch spielerischer. Okay. Aber bei euch der Aufhänger oder das Besondere ist ja eigentlich, dass alle Bretter aus Holz sind, oder? So ist das. Nicht nur der Holzkern, sondern auch sehr viele Topsheets. Das sind echte Holzfurnieren, was wir benutzen. Je nach Serie ist das Esche, manchmal Kirschholz oder Ahorn. Und das macht das Board nicht nur laufruhiger, sondern auch einmalig von Optik her. Es ist ein bisschen schwieriger, sowas zu produzieren, aber die Leute freuen sich, weil jedes Board ist ein Original. Wie kam die Idee zum Holz? Zum Holz. Holz ist ein natürliches Material, es ist ein warmes, lebendiges Material und unser Stand besteht aus Holz. Wir arbeiten sehr, sehr gerne mit Holz. Mein Geschäftspartner ist ein Schreiner, das bedeutet für uns Stand zu Frage, wir machen viel mit Holz. Und was ist dann eigentlich der Unterschied zum normalen Brett? Alle hochwertigen Bretter werden aus Holzkern gebaut, aber Unterschied ist, was für Fiberglas ich benutze, was für Holztopsheet ich benutze, was für ein Profil ich habe und so weiter. Und wir setzen da auf Qualität. Das bedeutet, alle Boards bei uns haben gesinderte Graphitbeläge, richtig schnelle Beläge. Die sind ein bisschen dicker, das bedeutet, die nutzen sich langsam ab. Die Holzkerne bestehen bei uns aus 2 verschiedenen Holzarten. Wir haben im Untergrund noch Basalt. Basalt hat sehr gute Rückstellkräfte, das bedeutet, hochwertiges Material. Und Fiberglas im Obergurt, das bitte ist ein Paket, wo die Kunden ein langlebiges Board bekommen, mit dem man jahrelang Spaß hat. Was kostet bei euch so ein Durchschnittsbett? Die Boards liegen preislich zwischen 450 und 700 Euro. Es ist viel Geld. Deswegen sind wir auch 130 Tage pro Jahr mit dem Teststand unterwegs, wo die Endverbraucher die Boards ausprobieren können. Die bekommen eine kompetente Beratung, probieren alle möglichen Boards ab und dann gehen ins Geschäft und kaufen das, was zu dem passt. Das bedeutet keine Katze im Sack, sondern man hat verschiedene Längen, Härten, Breiten ausprobiert und dann weißt du, okay, das ist ein Board, mit dem ich Spaß habe und das kaufe ich mir. Gut. Bindungen sehe ich jetzt nicht bei euch, auf das habt ihr euch nicht so spezialisiert, oder? Die sind nicht aus Holz. Das bedeutet, wir haben uns wirklich auf Produkte aus Holz konzentriert. Das bedeutet, im Winter sind das Snowboards und die Ski, im Sommer dann Wakeboards und Kiteboards. Alle Produkte, die einen Holzkern haben und ähnliche Bauweise. Jetzt würde ich aber noch gerne eure Skier sehen. Aber sehr gerne. Gehen wir rüber. Das Modell heißt jetzt Draco, der Drache. Wieso das? Das ist ein ganz neuer Ski, an dem wir jetzt 2 Jahre lang gearbeitet haben. Und es ist ein Freeride-Ski, was sehr gut auf der Piste funktioniert. Und das erreichen wir, indem wir die breiteste Stelle, genauso wie bei den Snowboards, mehr Richtung Skimitte verlagern. Du hast eine kurze Kante, sehr spielerisch. Und die Nose ist schön flach. Deswegen auf der Piste greift die sofort und die ist schön weich. Das bedeutet, im Powder gibt es die nach und ich habe richtig viel Spaß im Powder. Sehr viel Auftrieb, sehr laufriger Ski ist das. Auch hier als Topsheet benutzen wir echtes Holz, die sind 0,6 mm stark und es ist Esche. Und keine normale Esche, sondern Rotkernesche. Rotkernesche sieht man, dass dann eine feine Maserung hat und deswegen hier Ski ist ein Original. Echt ein wunderschönes Stück. Preislich liegen wir da im Bereich von 700 Euro und gibt es in 2 Längen, 1,80 m oder 1,90 m. Ist eure Produktion auch am Ammersee?
Am Ammersee ist unser Headquarter, das bedeutet Vertrieb, Entwicklung, aber auch Werkstatt, wo wir die Ski und Snowboards nach jedem Test reparieren. Die Produktion ist in Europa, das bedeutet, wir haben nur 5 Stunden von hier, von München entfernt, 2 Manufakturen und die fertigen für uns aus unseren Formen und unseren Materialien Ski, Snowboards, Wakeboards und Kiteboards. Thema Nachhaltigkeit, ist das Holz dann aus der Türkei oder wo kommt es her? Alle Holzarten sind europäische Holzarten, das bedeutet kurze Wege. Thema Nachhaltigkeit ist sehr wichtig, deswegen auch dickere Beläge, dickere Kanten, dass man die Schienen nicht nach einer Saison wegschmeißt, die halten ein bisschen länger. Ja, wir benutzen im Untergrund Basalt. Basalt zu produzieren, brauche ich deutlich weniger Energie als Fiberglas. Das bedeutet, das sind viele Punkte. Und eins davon ist zum Beispiel am Ende der Sommersaison am Ammersee laufen wir mit Freunden um See und sammeln wir Müll. Das gehört auch dazu. Okay. Tolle Aktion. Ja. Ich wünsche auch für die Messe noch alles Gute. Viel Erfolg. Danke. Tschüss.